Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenalltagsvideo, meine Damen und Herren. Es ist Montag, es geht los, die Woche geht wieder los und ich muss nur eins sagen, ich habe noch übelsten Muskelkater von Samstag. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr getanzt habe und meine Moves kamen immer wieder jetzt zurück, also auch im Kopf und auch körperlich. Weiß nicht, ob das alles im Takt war, das weiß ich nicht, aber es hat einen Höllenspaß gemacht, vor allem für unsere, beziehungsweise ein paar Freunde von hier war ja da, Bruder war ja dabei. Allen hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Jetzt geht's im Wochenalltag. Mein Wochenalltag fängt damit an, dass ich jetzt zu Yasin muss. Wollte ich letzte Woche, konnte doch nicht. Jetzt fahre ich dahin. Ich nehme ein Fahrzeug mit. Muss ich jetzt erstmal Batterie reinbauen und so weiter. Das seht ihr natürlich in einem anderen Video. Jetzt geht's mal wieder nach Hause. Andere Variante von einem Wochenalltag, ne? Guten Morgen. Kaffee schon ausgetrunken. Jetzt passiert halt zwischendrin auch mal, dass wir was verkaufen, ne? Und zwar ist dieses Auto verkauft. Und zwar der C32, den kennt ihr ja. Rost, 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 Rost. Rost sein Vater. Also einmal all inclusive Rost. Da war ja immer das Thema, gut Aufbau, vergiss es, zu viel Aufwand. Den hat jetzt ein Bekannter von mir gekauft, der kennt das Auto auch von Videos und weiß, dass der eigentlich limitiert ist. Das ist eine Nummer 25 von 100 und ein originaler Brabus. Und den will er oder irgendwie mit einem anderen Auto vielleicht wieder aufbauen. Und ich sag, ja, mach. Kannst du haben. Bevor der jetzt, also ich hätte ihn nur als Schlachter genommen und dann ist es fast, ja, zu schade, sag ich jetzt mal, ne? Zum Schlachten vielleicht, aber ich hätte ihn halt geschlachtet dann irgendwann. Weil aufbauen möchte ich dann nicht. Ich habe ja völlig vergessen, euch zu sagen, dass der Uwe jetzt noch 2 Wochen im Urlaub ist. Und zwar ist er in meine Heimat geflogen mit seiner Frau. Das heißt, wir haben nicht alle Montagetermine jetzt auf diese 2 Wochen gelegt, sondern eher weniger. Aber das gehört dazu, dass wir hier jetzt auch, oder ich, umstecken muss, montieren muss. Die paar Autos kriege ich hin. Der fährt jetzt raus, der ist fertig. Das war jetzt auch so ein typischer Leasing-Rückläufer, wo wir 3 Felgen nochmal wieder blitzblank gemacht haben. Jetzt muss ich den Tiguan noch einfahren, da muss auch noch eine Felge runter, auch noch zum Drehen. Und das ist das Gute, dass ich jeden Mitarbeiter hier ersetzen kann, wenn sie im Urlaub sind, wenn sie krank sind oder sonst was. Alle auf einmal natürlich nicht, aber von vorne bis nach hinten einmal alles. Jetzt Tiguan rein. Zeige ich euch die Macken. Eieieiei. Gut, der braucht natürlich auf jeden Fall auch neuen Reifen. Aber hier unten die Macke, da die Macke. Autsch. Relativ neu das Auto. Und dann ist doppelt Autsch. Aber hey, Farbe nicht schlecht. Die hatte ich ja damals in meinem Golf 7. Er auch, dieses Carbon-Muster. Oh, Reifen ist sogar hinten drin. Cool. Wurde mitgebracht. Ist auch ein Autohaus praktisch, Kunde. Der neue Tiguan, ne? Ah ja, Klang, da geht gar nichts. Soll ja 320 PS haben, das Ding. Ein Radwechsel, das macht der Ruby immer ganz geschickt. Der ballert halt irgendein Rad so lange drauf, weil das Auto bleibt ja bei uns so lange. Weil wir gesagt haben, wir drehen sie in der Woche und dann können wir das Rad wieder drauf machen, Auto wieder abholen. Deswegen nur übergangsweise nur ein Rad jetzt drauf. Also nur zur Info, Leute, weil ich oft mal gefragt werde, was ist, wenn bei einem Reifen so am Felgenschutz Beschädigungen sind. Eigentlich sage ich, Reifenbeschädigungen immer tauschen, weil es einfach ein Sicherheitsmerkmal ist. Wenn es mein Auto ist, mein Auto, sowas wäre nicht mehr so schlimm. Oder das hier wäre nicht schlimm, das ist schlimm. Aber so Abschabungen nicht. Warum nicht? Zeige ich euch anhand einem neuen Reifen. Wir haben an dem Reifen, also hier an der Flanke, ist relativ dünn. Aber genau wo diese Kante ist, ist es fast doppelt so dick, weil da einfach mehr Material drauf ist. Deswegen sage ich, wenn da keine Abschürfung ist, ist es lange noch nicht so dünn hier wie hier. Versteht ihr, was ich meine? Weil hier einfach viel mehr drauf ist, weil das ein Felgenschutz ist. Wenn ihr mal so einen Reifen mal lose rumliegen habt, dann langt mal rein, fühlt mal zuerst mal hier, zuerst mal fühlen und dann hier direkt mal fühlen. Dann merkt ihr, wie dick
wie dick das hier ist. Und solange da kleine Abschabungen sind, für mich, muss jeder für sich natürlich wissen, also kleiner Abrieb oder so, nicht. Aber hier, das wäre mir auch zu viel. Und warum der jetzt gewechselt werden muss. Und hier, guck mal. Gut, also da brauchen wir jetzt gar nicht reden, ne? Da sieht man das Gewebe drunter. Und nicht denken hier, Reifen ist ja dicht, ist in Ordnung. Sparst am Fallschneck. So, ein A7-Rad passt da gut drauf. Die Felge habe ich jetzt abmontiert. Das heißt, die geht jetzt zum Reinigen, zum Waschen. Und dann kommt sie anschließend zum Drehen. Und eigentlich, was dieses Thema betrifft, habe ich eigentlich echt viele Kundenstories auf Lager. Ich weiß nicht, ob ich da mal überhaupt mal so Kundenstories ein Video mal machen soll. Boah, frag nicht, wie viele. Nur ein ganz, ganz kleiner Beispiel. Ein Kunde kommt, drei Felgen, Glanz drin, Klarlack. Ich gucke die Felgen an, sagt, ist ein Leasingrückläufer, 2 bis 3 Jahre alt, Waschanlage durchgefahren. Du merkst an der Oberfläche. Und dann sage ich aber nur zur Info, die anderen drei sind dann frisch mit dem frischen Klarlack nach dem Drehen. Ne? Ja, ja, ja. Ja, aber die vierte wird so. Ja, ja, ja. So, machst die Felgen, fertig, die drei, machst aufs Auto, Kunde kommt, Auto fährt raus, kommt der Kunde nochmal rein, sagt, ja, ja, das geht nicht. Die eine Felge sieht jetzt voll doof aus. Sage ich, ja, das ist ja mehr gemeint. Ja, aber dass so ein Unterschied ist. Jetzt will der Kunde, dass du die vierte Felge, wir haben das auch genauso andersrum gehabt, dass wir eine Felge nur gemacht haben und der dann gesagt hat, der will, dass alle vier jetzt so aussehen. Das heißt, wir sollten dann alle restlichen, den einen oder in dem anderen Fall, alle drei kostenlos auch machen, dass sie alle gleich ausschauen. Und das ist das Problem. Du sagst es dem Kunden. Wenn der natürlich von der Materie keine Ahnung hat, sagt er, ja, 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 ein bisschen Unterschied, ja. Und dann sagt er, ja, die glänzen voll und das alte ist so. Ist ja aber genau so, wie wenn du eine neue Felge kaufst, sage ich dem Kunden. Also das heißt, wenn du jetzt drei neue kaufst, sieht sie auch so sauber. Ja, deswegen kaufe ich sie ja nicht. Ich so, nein, du kaufst sie nicht, weil die Felge 800 Euro Stück kostet und nicht hier 200, 250 Euro drehen kostet. Ne? Also wir haben da auch schon so Geschichten, boah, ihr könnt euch vollballern damit. Ja, da bin ich noch an dem Calibra zugange, beziehungsweise der aus Japan, der rote. Da kommt jemand mit dem Calibra und guckt sich den mal an, morgen. Und gegebenenfalls, wenn wir uns einig werden, geben wir ihn dort auch wirklich ab. Das heißt, ich will sehen, was passiert, wenn wir den einmal komplett aufbereiten. Natürlich fehlt mir diese Leiste hier, die brauche ich definitiv noch, weil die müssen wir wieder hinmachen, damit das alles ordentlich ausschaut. Und ich will einfach mal sehen, was passiert, wenn der wirklich einmal komplett aufbereitet wird, wie der E30 damals, der rote. Kriegt man den wieder so hin. Und dann habt ihr bestimmt auch das Video gesehen. Steht natürlich hier. Und ich feiere das Ding. Dafür müsst ihr bei Marco das Video gesehen haben, was er mir hingestellt hat. Da gibt es ein separates Video. Und das muss ich jetzt nochmal sagen. Das ist kein Geschleimer oder sonst irgendwas. Ihr kennt mich mittlerweile. Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das. Aber der Marco Gockel Raphael ist so schon eine Freundschaft, weil wir gemeinsame Hobbys haben, ist aber auch schon eine Freundschaft geworden. Du merkst einfach, dass wir unter uns nichts auf die goldene Waage legen. Und das, was der Marco da gemacht hat, also mich freut es, was er mir geschenkt hat. Mich freut es aber noch mehr, dass er so denkt, dass er sagt, komm, ich tu dem auch mal was zurückgeben. Allein, dass man das nicht auf die goldene Waage legt, ist heute Gold wert. Das goldene Waage, Gold wert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das hat mich schon so berührt, wo ich gesagt habe, boah, okay, und er hat ja so einen Text gesagt, da kann ich den auch einblenden hier in dem Video. Dort, wo ich nicht da war, wo die Jungs hier die Auswahllage gebaut haben, war ich bei Mutlo. Und der Mutlo hat einen roten Calibra 16V. Und der hat ein richtig cooles Projekt vor. Und ich weiß, er hat Spaß dran. Ich möchte einfach mal was zurückgeben. Der Mutlo ist wirklich immer für mich da. Ich kann den fragen, kannst du uns Felgensätze pulvern, kannst du machen? Ja, ich nehme mir 2 Tage Zeit, extra Block andere Kunden. Für mich ist er eine ganz besondere Person. Ich mag Mutlo sehr gerne leiden. Für mich ist er auch ein wahrer Freund geworden, das muss ich auch sagen. Und deshalb möchte ich was machen. Und ich, das ist leider unfair vielleicht manchmal gegen euch gegenüber. Ich könnte dieses Auto jetzt
ins Netz stellen und könnte ihn verkaufen und könnte jemanden glücklich machen, der so ein Auto kaufen kann. Ich im Moment möchte aber jemand anders glücklich machen, der mich sehr, sehr oft glücklich macht, der mir auch oft hilft und auch immer zur Seite steht, ist Mutlu. Und ich werde dieses Auto, davon weiß er noch nichts, und dann werde ich noch mit überraschen, ich schenke ihm den. Ich möchte, dass Mutlu dieses Auto bekommt, weil er schwarz ist. Er hat mir erzählt, was er mit dem Roten vorhat, und das eigentlich geht das nicht. Er müsste ihn umlackieren, und das möchte ich nicht, weil es auch ein Automatik ist. Und das ist ein Schalter, der ist schwarz. Und ich sage euch was, der Mutlu mit dem Auto vorhat, ist eine krasse Nummer, und das möchte ich gerne unterstützen. Deswegen werde ich dem den Mutlu schenken. Der investiert in die Autos dann wirklich all in und wird dann vielleicht das Auto weitermachen. Und das bedeutet mir viel mehr eigentlich als das Auto selber. Diese Denkensart, dass man sagt, hey, wir geben uns einfach gegenseitig was, ohne zu gucken, wer schuldet hier wem was, Euro oder so. Ja, in der Hinsicht freut mich das sehr, solche Leute in deiner Umgebung zu haben. Ne? Wie gesagt, kein Geschleime, das habe ich im Marco auch selber direkt gesagt. Dann bin ich dran, gerade mit Nils am Sprechen. Dieses Projekt kennt ihr ja auch schon länger, aber auch länger wieder nichts mehr gehört. War mir gar nicht so bewusst. Ich habe gewusst, dass der Nils so ein Fahrzeug fährt oder sich für ein Rennen praktisch oder für Viertelmeilerennen so ein Auto hat. War mir aber jetzt nicht bewusst, dass er das auch für jemand anders so machen könnte. Da sind wir mit dem Nils am Quatschen. Gegebenenfalls, wenn es passt, kommt er zu Nils. Er macht ihn technisch fertig. Ich mache ihn dann wieder optisch fertig. Eigentlich müsste ich diese Woche noch am Samstag noch meine Ausstattung holen gehen. Eine Ausstattung ist fertig. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Woche noch den Sechser wegbringe. Da muss ich nochmal mit dem Heinz Raab sprechen. Weil bei dem geht es auch weiter. Und die Innenausstattung, die hole ich jetzt schon am Samstag ab. Da kann ich euch wahrscheinlich wieder mitnehmen, da wart ihr schon dabei, wo ich die Ausstellung hingebracht habe, wo wir über das Leder und so gesprochen haben. Da bin ich so neugierig, wie das Zeug aussieht, weil das Zeug ist da. Also, es passiert in der Woche viel, aber Birne brennt. Manchmal stehe ich wieder wirklich nur eine Stunde am sagt man es, Eiern-Sack-Theke und überlege, oh, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und eine Stunde lang nur am Handy beschäftigt und so. Muss jetzt wieder die Woche auch natürlich fägen, drehen, kommt auch noch hinzu. Dann habe ich auch noch mit dem Nils gesprochen. Nils, das ist das, was ich meine. Mit dem Daniel gesprochen heute. Daniel ist der den Alpha-Kit zusammenbaut, wo ich den Alpha praktisch her habe, aber der noch bei ihm steht, was ihr schon gesehen habt. Da ist die Box heute abgeholt worden. Das heißt, die ist morgen übermorgen bei ihm. Er guckt sich dieses Zeug an, hat aber am Telefon schon gesagt, so wie er es jetzt in dem vorletzten Video also gesehen hat, Alpha-Teile, dass es echt gut aussieht. Und das ist aber ein anderes Verfahren, hat er gesagt. Also kostenspieliger im Prinzip. Aber da kommen noch reichlich Videos von ihm, weil er beurteilt, das Kit hält das auch mal ans Auto. Das werde ich dann in den nächsten Videos irgendwann einblenden, weil schwind mal 730, 740 Kilometer hochfahren. Ist vielleicht nicht aus, ich verbinde es wieder. Ja. Und wir haben mit ihm über noch was anderes gesprochen. Was der Marco vielleicht auch schon so teilweise in seinem Ding erzählt hat, in dem Ausschnitt vorhin. Jetzt aber weiter, aber ich glaube, für heute ist mal genug Wochenalltag. Thema Golf 3. Golf 3 VR6 ist ja noch nicht fertig. Wie gesagt, muss die Kunststoffverbreitungen noch hinkleben und so weiter. Und das Thema vom Golf 3 VR6 geht ja noch weiter. Und zwar zeige ich euch was. Ach, übrigens, dass euch das Alpha-Kit oder das Alpha-Thema Alfa Romeo euch so gefallen hat, freut mich. Hätte ich nicht erwartet, dass Alpha so begehrt sein kann. Aber gehört halt von früher alles dazu. Ne? Das ist die Ansaugbrücke von einem 2.9er VR6. Das heißt, ich bräuchte dafür nur noch die Drosselklappe für den VR6. Vom 2.9er, wenn ihr was rumliegen habt, gerne mir anbieten, beziehungsweise, also ich will es nicht geschenkt haben, ich bezahle dafür. Wenn es eine bearbeitete Drosselklappe ist, auch gut vom 2.9er, aber 2.9er, weil dann können wir mit dem VR6 nochmal zum Gockel gehen, nochmal abstimmen, weil an dem Tag hing ja auch irgendwie sein Laptop, dass man wenigstens von den 204 PS, was wir da zuletzt hatten, zumindest mal auf 220 oder sowas kommen. Ja, da konnte er dann nochmal abstimmen wegen dem Sprit und so. Da will ich auf jeden Fall dann nochmal zum Gockel. Das heißt, dann nur noch die Verkleidungen drauf, außenrum. Und dann ist der eigentlich auch schon fertig. Ob ich den verkaufe danach,
Felgen sind auf jeden Fall noch bestellt. Ob ich den verkaufe, weiß ich nicht. Weiß ich echt noch nicht. Sehen wir mal, wenn es soweit ist. Natürlich, meine Frau wieder überall hier. Entweder ruft sie bei mir an, oder sie ruft bei Meli an, oder sie ruft bei meinem Bruder an. Ich höre immer die Stimme, so irgendwo telefoniert sie wieder. Typisch Buchhaltung halt, ne? Ja. Wir machen auch mal verschiedene Töne, so wie zum Beispiel hier. Hier. Und zwei sind noch drin. Ah, die brauchen noch eine halbe Stunde. Grün und blau haben wir noch. So, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Da denkt ihr, was ist hier los? Das sind Mietwagen, eins ist ein Ersatzrad. Das ist natürlich vom Aufwand her sehr, sehr blöd, weil du musst für jede Felge musst du einmal Farbe wechseln. Also Untergrund Chrom und dann wieder Farbe wechseln. Und das fünfmal. Wobei das Lila, ich habe gesagt, mach's dir bunt. Aber der Kunde hat auch gesagt, egal im Prinzip. Bloß das Lila ändern wir jetzt wieder um. Eigentlich mache ich so einen Aufwand ungerne, weil es zeitintensiv ist, aber für diesen Menschen mache ich das gern. Im Wochenalltag tue ich auch mal Marco eingefallen. Er hat mich gefragt, ob ich in der Nähe von uns, ist nicht weit weg, in 40 Minuten schwindend ein Fahrzeug anschauen kann. Mache mit ihm dann nachher eine Videotelefonie bei diesem Ding, was ich da anschauen soll. Aber überhaupt keine Ahnung. Ich habe mal gefragt, wo soll ich da hingucken, beziehungsweise klar, außenrum, innenrum, dass das Ding fährt. Aber gibt es da ein paar Punkte, wo ich hingucken muss? Dann hat er gesagt, nee, passt schon. Guckst dir an, ob da die Türen sind dran und so auf die Art. Mit dem Ding habe ich null Ahnung, was der sich da wieder an Land zieht. Aber wie gesagt, hat mich darum gebeten, ob ich das schwind machen kann. Habe ich gesagt, jawohl, fahre ich schwind hin und zurück, vielleicht eineinhalb Stunden. Und dann ist das erledigt und dann geht es weiter im Wochenalltag. Vielleicht nehme ich euch mal kurz mit fort. Also ich bin jetzt da, ich sehe das Ding schon vor mir. Macht durch, auf was gefasst, was sich der Marco holen will. Ja. Mach mal an, weil ich gerade... Ja, mein Video hier angemacht. Guck mal hier, und wen im Hintergrund diesen Bus angeguckt. Aber der Mutlu hat für mich Außendienst betrieben heute. Ja, so Ausländer zu Ausländer. Herr Mutlu, was meinst du denn? Meinst du, der ist rettbar? Ja, was willst du denn jetzt machen? So, mein Wochenalltag geht weiter mit dem Tiguan, dem blauen. Die habe ich fehlgedreht, die ist jetzt beim Klarlack machen. Dann müssen die Reifen montiert werden. In der Zeit sollte ich nochmal Reifen demontieren, unmontieren. Das heißt hier, die muss ich, glaube ich, demontieren. Oder irgendwas. Muss nochmal den Bruderchen fragen. Was nochmal? Auf jeden Fall habe ich was zu tun. Ich habe hier viele, viele angefangene Videos, komme nicht mehr dazu. Dieses Auto habe ich Video angefangen. Da am E21 habe ich weitergemacht. Am E46 habe ich schon angefangen, konnte aber jetzt nicht, weil Yasin krank ist. Dann habe ich angefangen, 190er ist auch nur halb Video gemacht. Ist auch noch nicht fertig. Dann habe ich hinten schon zwei Videos gemacht beim Drehen. Eieieiei. Also, bei jeder Bewegung nehme ich die Kamera gerade mit. Ich kann schon fast gar nicht ohne. Heute ist Freitag. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zum Katja noch. Und weiß aber jetzt noch nicht, ob ich euch morgen noch mitnehme. Morgen habe ich hier auch alle Hände voll zu tun. Dann habe ich mit Daniel, der diesen Alpha-Kit, Paket ist schon da. Er hat auch schon was ausgepackt. Er macht mir jetzt schon mal ein Video und erzählt mir, was er von dem Paket hält. Mit dem TÜV habe ich gesprochen. Es gibt Lösungen, also was Eintragen betrifft. Fahrwerk habe ich mich drum gekümmert. Gibt's eigentlich kein TÜV für das Fahrwerk, weil Rennsport und so weiter. Jedoch gibt es wiederum eine Möglichkeit, das doch so einzutragen. Also mit TÜV habe ich viel geredet und coole Leute, die sagen, ah, wenn wir so machen, dann geht das. Wenn wir das so machen, dann geht das auch. Dann brauchst du wirklich eine Einpresstiefe, niedrige Einpresstiefe, dass du so Spurplatten drauf machen kannst. Auch eine Fahrwerksfestigkeitsgutachten sind wir auch schon dran. Ich bin so Gott froh, dass ich so Leute um mich herum habe, dass wir diese Projekte alle immer mit TÜV machen können. Das ist heute wirklich Gold wert. Und dann wollte ich noch sagen, ich habe zufällig, ich glaube, war es im Instagram oder im TikTok, ein Video gesehen, was Thema Felgenaufbereitung betrifft.
derjenige macht eine Felgenaufbereitung und die hat er, weiß ich, liegen gehabt, hat sie bearbeitet und so, ne? Und dann hat er irgendwie über andere Leute, ich fühle mich da nicht angesprochen, aber in dem Video sehe ich, wie du die Felge drehst. Junge Vater, ja? Am liebsten würde ich das einblenden und ihr dürftet entscheiden. Macht es so und schimpft an die anderen oder über die anderen, wo ich sage, okay, ich schimpfe ja auch manchmal, ja, aber ich sage dann auch in dem Moment, das macht man aus dem Grund so und so, nicht nur einfach so pauschal, so wir sind die Besten und ja, ja, ja. Aber ist doch gut, wenn man nachgemacht wird, heißt es doch, du machst es richtig. Bloß wenn du es nachmachst, dann mach es richtig. Jetzt muss ich nochmal ins Büro, heute hat es extrem geregnet und dann auch mal wieder nicht. Und dann muss ich auch schon wieder los, muss auf jeden Fall noch was montieren und so weiter. So, Räder montiert, Tiguan wieder montiert, da muss ich ja wieder beide Reifen vorne wechseln. Kunderäder montiert, jetzt brauche ich noch die eine Felge, die liegt noch hinten. Dann ist für heute Montage auch genug. Und dann nehme ich euch nachher noch Schmidt mit, nachher, morgen, wo ich den Kalibra abgebe, den roten. Das nehme ich von hier 200 Meter, ist ganz geschickt und kombiniert, muss nicht weit fahren. Und daher passt es. So, alles was zu montieren ist, wurde montiert. Ich sag's euch auch, warum ich alles noch fertig montiere, heute und morgen. Weil ich ab Sonntag wieder weg bin. Mhm. Wo ich bin, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Ich werde davon eine oder zwei, mal gucken, wie viele Videos ich mache. Im Prinzip wegen Klamotten. Aber ich werde definitiv einen wieder in der Türkei, so einen Mercedes-Tuner mal besuchen. Vielleicht auch noch mal einen anderen. Mal gucken, was ich beim letzten Mal nicht geschafft habe. Das ist erledigt. Und ich habe heute auch natürlich mit dem Daniel geschrieben. Ich habe gesagt, was hältst du davon? Ich war schon auf Kohle gesessen, weil der war unterwegs. Und habe gesagt, er kann es erst heute für mich angucken und mir ein Feedback dazu geben. Hat er jetzt soeben getan. Blende ich jetzt hier auch ein und sage auch damit zum Alltagsvideo, weil ich muss noch Kalibra wegfahren. Und dann bin ich hier durch. Ich bin nicht lange weg. 3 Tage, 4 Nächte oder so. 4 Tage, 3 Nächte. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Wochenalltag. Ja, moin zusammen. Ich bin's, der Daniel von Fiberglass Tuning. Der Mutlu war ja letzten Freitag bei uns gewesen, in unserer Firma hier. Sein Bodykit ist jetzt bei uns eingetrudelt. Wir haben jetzt alle Teile soweit auspacken können, gesichtet. Es sind alle Teile da, auf den ersten Blick. Alle Teile sind vor allen Dingen heil geblieben. Das ist das Wichtigste und ich werde jetzt mal die einzelnen Teile mal ein bisschen näher filmen und werde dazu ein bisschen was erzählen. Also, alle Teile sind sehr robust gefertigt. Also im Gegensatz zu unseren Bodykits ist das schon sehr massiv. Also hat eigentlich dann wenig was mit Leichtbauteilen zu tun. Aber wir sind positiv überrascht, wie gut doch die Qualität äußerlich ist. Ich gehe einfach mal hier so drüber, damit ihr das auch mal richtig sehen könnt. Aber selbst die Kanten sind sehr gut verarbeitet worden. Hier kann man mal den Spiegel sehen, einer von den Außenspiegeln, Heckverbreiterung, nochmal den Kotflügel vorne, hier oben Seitenschweller, untere Teil, obere Teil, hier ist die Heckschürze, hier der Doppelheckspoiler mit der Halterung. Und hier noch einmal eine Verbreiterung von der hinteren C-Säule. Also mein erstes Fazit ist positiv, lieber Mutlu. Das muss ich wirklich sagen. Preis, Leistung scheint zu passen. Wir müssen jetzt schauen, wie die Passgenauigkeit, die Maßfertigkeit der einzelnen Bauteile zueinander ist. Das werden wir dann aber erst feststellen im Laufe der Verarbeitung am Fahrzeug selber. Und dann werde ich dir sicherlich nochmal das ein oder andere Video schicken. Dann erstmal.